Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play, und zwar Resident Evil 4. Oh, da kommt direkt schon der Abspann. Anspann. Ja, dann fangen wir direkt mal an. Leicht, normal. Vor. Und ich werde versuchen, bei Cutscenes meinen Maul zu halten. Was ich vielleicht nicht schaffen werde, aber ich bemühe mich. Chances. President of the United States with a contingency plan is still at his preference. On the Fairborn Pillar, the United States government issued an indefinite suspension of business to Fairborn. Als ob. Geile Musik. Die zucken nur mit den Achseln, ey. Wo geht er hin? Boah. Saubere Polizeiarbeit. Das mögen wir doch alle. Immer zur Stelle. Die Polizei. Gott, wie viel macht er denn da? Ja, du hast den Hosenstall offen, Mann. Sicher. Mehr als zweimal abgeschüttelt. Ja, das wissen wir. Na, kommt noch was? Na, hallo? Jetzt. Jetzt wäre das gut. Aha. Auto über die Brücke? Oder so eine alte Holzbrücke? Ja. Feiglinge, ey. Oh. Ah, naja.
Hannigan. Gruppe. So, jetzt steuern wir Leon. So, man kann zielen. Ah, diesmal direkt mal hier am Vogel ab. Viel Geld. So, und ja, erstmal vorweg, ich habe das Spiel sehr lange nicht mehr gespielt, aber, oh, Cutscene. Wer ist das? Ja, werden wir gleich sehen. Und ja, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, aber es ist mein Lieblingsspiel, das ist auch der Grund, warum ich es Let's Playen möchte. Und hier steht ein alter Truck, wo wir nicht vorbeikommen. Prüfen wir mal. Dieser alte Laster blockiert den Weg. Ach was, vielleicht gehört er einem der Dorfbewohner. Ja, der steht da einfach nur so, weil der hat einen Plattenreifen. Okay. Ah, nachladen. Und genau. Hier. Das ist das Menü. Hier kann man ja alles hinlegen. Man kann die Sachen nehmen, drehen, wie man will. Auch ablegen, aber wir brauchen das alles. Ja, und hier, so viel Platz wie wir hier haben, so viel können wir auch mitnehmen. Ist ja eigentlich logisch. Hier sind Schlüssel und Schätze, oben die Sachen, die man irgendwo einfügen kann, benutzen kann, etc. Unten die Schätze, halt, die man so findet, wenn man halt irgendwie auf Streifzug ist. Gehen wir hier rein. Achso, ja. Okay, im Regal sind einige kleine Objekte. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Doch, das sieht ungewöhnlich aus. Und das da. Okay, sieht eigentlich gleich aus. Na egal. Aha. Ich glaube, hier geht jeder einfach mal ins Haus rein. Der kümmert sich ja gar nicht drum. Naja. Oh. Piss dich aus meinem Haus, du Banane. Das war halb übersetzt. Oh mein Gott. Was will er mit der Axt? Was? Okay, man kann doch freundlich sein. Oh. Nein, ich will ihn nicht töten. Waffe aus der Hand. Was? Am besten kickt man ihn danach immer, wenn man ins Gesicht geschossen hat, dann. Das spart Munition. Und das ist der Truck, den wir eben gesehen haben. Was? Da waren doch die Polizeileute. Oh Mann. Hätten sie doch nicht lieber gewartet. Ja, shit. So, gucken wir mal an. Ach, der hätte Munition. Sehr praktisch. Er ist kein Zombie. Was? Okay. Wollt ihr was Ekelhaftes sehen? Hier. Anscheinend haben sie viele Menschen getötet. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Das hoffe ich aber auch. Und was auch ein paar nicht wissen. Tada, hier oben ist noch mehr Munition. Damit reiten wir unsere Waffe nach. Und hier könnte ich rein theoretisch rausspringen, weil ich nicht machen werde. Ey, da sieht man ja einen. Egal. So, ich werde jetzt hier runtergehen und einen Schnitt machen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.